Firma produziert Schuhe. Und Schuhe kosten bei Ihnen 300 Franken. Das ist sehr, sehr viel Geld für viele Leute. Können Sie erklären, warum ein Schuh 300 Franken kostet? Es kommt darauf an, mit wem Sie vergleichen. Wenn Ihnen 300 Franken wert sind, dass Sie nachher schmerzfrei sind, nachdem dass Sie eigentlich eine Operation machen wollten und die können verhindern konnten, dann ist ja 300 Franken nicht viel gewesen, wenn das funktioniert. Übrigens, 300 Franken ist teuer. Die Argumentation kommt vor allem von Leuten, die unsere Preise sehen, aber die Kibun-Schuhe nicht kennen und die Wirkung nicht erlebt haben. Von den Leuten, die die Kibun-Schuhe gekauft haben, habe ich noch nie gehört, dass er zu viel ist, dass er zu teuer ist. Wir dürfen Gott sei Dank Hunderttausende von Schuhen verkaufen. Und unisono hören wir von den Leuten, es war teuer, ich habe lange sparen, aber ich habe die Entscheidung nie bereut. Das sind die Antworten von den Leuten, die einen Kibun-Schuh gekauft haben. Gibt es keine Möglichkeit, dass man den Schuh auch vergünstigt anbieten kann? Wieso kostet er 300 Franken? Also erstens kann man unseren Schuh ausprobieren, 2 Wochen für 30 Franken. Dann weiss man auch, ob er einem etwas wird helfen oder nicht. Und zweitens ist es so, dass wir in der Schweiz produzieren. Wir haben sehr hohe Löhne, wir haben eine Fabrik in Italien auch, aber Europa ist bis zu 10-mal teurer als die Produktionskosten in Asien. Wir haben sehr direkte Vertriebswege, sonst wäre es gar nicht möglich, dass wir einen Schuh, der in der Schweiz handgefertigt ist, überhaupt für einen so einen günstigen Preis wie für 300 Franken könnten verkaufen. Also Sie produzieren nur in der Schweiz und in Norditalien. Und das ist der Grund, wieso der Schuh 300 Franken kostet? Das ist der Grund, wieso dass er 300 Franken kostet. Würden wir wie andere Schuhhersteller noch über Distributoren gehen, würde er 600 Franken kommen. Wir haben aber sehr direkte Vertriebswege, was der Grund ist, dass wir es für 300 Franken können verkaufen können, obwohl sie in der Schweiz und in Italien hergestellt werden. Wieso produzieren Sie nicht in Asien? Asien ist für uns keine Option, weil wir sind eine Schweizer Firma, wir sind Schweizer, wir möchten, dass das Swiss Label ist für uns sehr, sehr wichtig. Und Sie sagen also, es ist nicht nur ein Schuh, sondern es ist ein Produkt, das Gesundheit fördert? Ja, es bietet die Möglichkeit, dass man kann die Alltagsmuster, das Gehen und Stehen auf harten, flachen Böden verändern und auch die Matten, die wir auch noch produzieren dazu, mit dem gleichen Prinzip elastisch federnd ermöglichen, dass man weniger sitzen muss und dass die beiden Sachen miteinander geben die Möglichkeit, dass man ein Leben lang schmerzfrei und, oder beweglich und schmerzfrei kann bleiben kann. Sie produzieren in der Schweiz, verkaufen in der Schweiz. Gibt es auch Leute im Ausland, die sich den Schuh leisten können oder die auch jetzt momentan schon kaufen? Wir dürfen in 30 Ländern unsere Schuhe vertreiben und die Schweiz ist nur eins von diesen 30. Und die Leute im Ausland zahlen den gleichen Preis, obwohl die weniger verdienen? Die im Ausland zahlen den gleichen Preis oder mehr, weil sie ja noch Importkosten und Versandkosten haben. Super. Vielen Dank, Herr Müller, für das Interview. Danke, Herr Zbigniew.